Liebe Damen und Herren, ich freue mich, in dieser vollen Kirche mit Ihnen das Konzert geniessen zu dürfen und gleichzeitig sie auch noch durch das Programm führen. Und der Titel von dem Stück, den ich jetzt zur Begrüßung für Sie spiele, ist «Ein würziges Bröckchen». Oh, Emmentaler. Max und der Mary Schneider, weil ihnen zwei haben wir es zu verdanken, dass es die Stiftung gegeben hat. Yeah.
Für euch, aber auch für uns Mitwirkende war es ein mega Erlebnis gewesen. Danke vielmals, dass ihr das für uns gemacht habt. Es ist natürlich ein Privileg, wenn man an einem einzigen Abend so viele verschiedene Beiträge geniessen darf. Das war auch für das Publikum wahrscheinlich ein Highlight von dem Abend. Die verschiedenen Jodelclubs, Solisten, jung und alt, alles miteinander. Und ich hatte eine riesige Freude, dass ich ein Teil von diesem vielseitigen Programm war. Ich durfte schon zwei, drei Mal mit dem Hackbrett die Welt spielen. Es waren, glaube ich, immer private Anlässe, zum Beispiel Geburtstag. Und es ist mir so als urchige, ländliche und auch von der Landschaft sehr vertraute Region in Erinnerung geblieben. Ja, als ich heute wieder hergefahren bin und in die Hügel geschaut habe, hat es mich durchaus fast ein bisschen angehämmelt. Obwohl es Kanton Zürich ist. Es war ein wunderschöner Abend für mich heute auch wieder. Und es ist immer schön, wenn man solche Anlässe kann besuchen kann. Ja. Alles absolut perfekt war. Absolut. Man kann Feldmeilen. Und mir hat es sehr gut gefallen. Es war super. Super. Von Feldmeilen ist ja nicht gerade in der Nähe. Haben Sie Beziehungen da? Nicht speziell, aber ich bin Fan vom Jodelclub Scheidegg. Und ich komme immer an die Kränzli. Und wenn sie etwas los haben, im Altersheim oder sonst nehmen, ja, ich bin dabei. Als Präsident vom Jodelclub Scheidegg, wie kommen wir zu einem solchen Amt? Ja, das ist eigentlich durch Zufall passiert. Also ich bin vor 4 Jahren in den Club gekommen und irgendwie haben das meine Kameraden mitbekommen oder rausgespürt, dass ich auch vor Leuten anstehen und etwas sagen kann. Und dann haben sie auch noch gemerkt, dass ich nicht gut bin im Nein sagen. Und dann haben sie mich halt dann irgendwann gefragt. Der alte Präsident hat schon 20 Jahre auf dem Buckel gehabt als Präsident. Er hat gefragt, ob ich das Amt für ihn übernehmen würde. Und dann habe ich natürlich ja gesagt. Wenn man Mitglied werden vom Jodelclub, was muss man da für Voraussetzungen mitnehmen? Da gibt es eigentlich nicht viele Voraussetzungen. Man muss nicht einmal singen können, man muss nicht irgendwie Erfahrung haben im Singen, man muss nicht in einem anderen Club gesungen haben. Das Einzige, was wichtig ist, vielleicht, dass man ein bisschen Freude hat am Singen, dass man Freude hat, jede Woche in die Probe zu gehen, dass man neue Kollegen kennenlernt. Und dass man halt auch mal unter einem Jahr am Wochenende mal einen Auftritt bestreiten mit euch. Man muss nicht können singen, ist das nicht ein bisschen untertrieben? Nein, weil man lernt es ja dann bei uns, wenn man bei uns dabei ist. Oh, das ist jetzt auch noch eine Frage. Ja. Ich habe ein bisschen aufgeholt und das ist einfach etwas, wo von Herzen kommt. Für mich muss es von Herzen kommen, sonst ist es nicht echt gejohlt. Also das Vermächtnis ist, man hat die Stiftung gegründet und hat einen Beitrag gegeben und dass der Jodelclub so, wie bis anhin war, weiter leben kann. Der Abend ist ganz etwas, wie soll ich sagen, fast selten so ein Konzert mit so vielen Besuchern, so ein vielseitiges Programm und die fröhlichen Gesichter, wo das Konzert fertig war. Da kann man nicht mehr sagen, danke vielmals. Man hat ja gesehen, wie das Volk geklatscht hat. Und wenn ich jetzt ein bisschen umgegangen bin,
wie die gesagt haben, das ist so ein schönes Konzept, das ist ja einmalig. Also ich bin von Kirchberg und ich bin da, weil meine Tochter Solo gesungen hat, zusammen mit meinem Mann noch ein Duett. Haben Sie selber auch Freude am Jodeln? Ja, sehr. Aber ich bin vor allem für die Wäsche zuständig. Es war sehr berührend, so die Naturklänge und so eine riesige Abwechslung. Das war wirklich wunderbar. War das für Sie ein Stück Heimat hier oben? Definitiv, ja. Ich habe mich sehr, sehr zuhause gefühlt. Darf ich noch fragen, machen Sie selber, also singen Sie selber auch? Ich singe selber, ich bin aber in ganz anderen Musikarten, Blues und Bluegrass und Folk zuhause. Aber Musik verbindet Menschen über alle Grenzen hinweg und darum hat es mir hier auch sehr